Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Wolf und Würfelig. Und es ist schon ziemlich spät und ich verlasse mich einfach mal darauf, dass unsere lieben Nachbarn mit ihrem Campingwagen immer noch nicht daheim sind, denn ich habe ein bisschen Angst, dass ich zu laut rede und die das dann vielleicht verärgert. Das kam leider schon einmal vor. Ja, ich gebe zu, so als Student passiert es dann auch mal, dass man lauter wird. Ja, und das sollte nicht passieren. Und darauf verlasse ich mich jetzt einfach. Ach ja, genau. Und eine Sache, die ich noch vergessen habe. Ich muss natürlich hier den Shader anmachen. Ach. Und ich bin nicht immer in der richtigen Version jetzt hier. Ich bin in der 1.8. Habe also gar keinen Shader zur Verfügung. Gut, dann werde ich jetzt erstmal so weiter hier bauen. Und ist auch mal ganz schön. So ohne Shader. Ganz natural. Natural Minecraft. Ja, und was habe ich heute vor? Naja, also eigentlich viel bauen kann ich nicht mehr, weil das geht jetzt leider hier schon sehr dicht an den Boden und der Arm, der muss so runtergehen. Das muss der einfach. Vor allem die Unterseite, denn das wird ja nach unten dann dicker. Das ist jetzt halt scheiße, wenn man keinen Server hat. Ich hätte das vielleicht mit MC Edit gerade hochmoven können. Das hätte ich jetzt mal echt machen können, oder? Sonst bringt das ja hier nichts. Ah, ich muss das gerade mit MC Edit hoch und dann bin ich wieder da. Bis gleich. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Jetzt schwebt die Hand ganz imposant in der Luft. Und es kann weitergehen, dementsprechend. Und so wirklich viele zu erzählen, habe ich heute leider nicht für euch. Was könnte man denn dementsprechend als Thema ansprechen? Naja, ich habe mir einfach mal ein paar Videos von Jan Böhmermann angeschaut. Den kennt ihr ja vielleicht einfach von diesem ganzen Shitstorm um Unge und Dena und so weiter, und da ging es ja richtig heiß her. Und ja, je nachdem, was man sich da anschaut, ist es besser oder schlechter. Aber ich muss sagen, ich habe einfach eine so eine Kategorie für mich entdeckt und die heißt Eier aus Stahl. Und da finde ich, das ist wirklich wirklich gute Satire, muss ich sagen. Also einfach auch, wie es gemacht ist, ist das, finde ich, ziemlich klug gemacht und irgendwie flott und unterhaltsam und ebenso, wie es sich gehört. Was ich aber allgemein bei Leuten nicht so mag, ist, wenn sie im Prinzip bekannt werden, dadurch, dass sie einfach provozieren. Das mochte ich schon bei Julians Blog nicht, da fand ich das schon richtig sinnlos. Und das mag ich halt bei diesem Jan Böhmermann eigentlich noch weniger, weil er im Öffentlich-Rechtlichen unterwegs ist. Aber man muss sagen, es war wahnsinnig effektiv. Also ich habe vorher nie von dem gehört und jetzt ist er innerhalb von kürzester Zeit wirklich sehr, sehr bekannt geworden. Und wer mit YouTube zu tun hat, also gerade mit Unge und so weiter, also einfach sich mit diesen YouTubern mal beschäftigt hat, der wird in der Regel dann auch diesen Jan Böhmermann kennen. Das ist natürlich ziemlich genial, wenn man bedenkt, wie viele Leute das sind. Also, das heißt, man kann schon sagen, dass Jans Böhmermanns... Oh, Entschuldigung, ich bin etwas müde schon. Jans Böhmermanns, naja, Zuschauerschaft deutlich größer ist, als im Prinzip seine Like-Zahlen widerspiegeln. Und das sieht man ja daran, dass das eine Video innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, 900.000 Klicks bekommen hat. Ja. Ich guck mal, ich bräuchte jetzt irgendeinen braunen Baustoff. Ich glaube, ich nehme einfach braunen Clay. Was ich jetzt mache, ist dem hier den Arm bauen. Wobei ich eventuell, bevor ich weitermache, mit den Arm zu proportionieren. Weil, schaut mal, der hat da jetzt so einen richtig dünnen Arm. Ich meine, klar, das wird hier dünn, aber irgendwie
Das wird, glaube ich, so sonst nichts. Okay. Man wird immer erst müde, wenn man dann aufnimmt oder so. Okay. Der Arm, der soll wie ungefähr verlaufen? Der soll irgendwie hier so lang gehen und zwar leicht angeschrägt. Und dann überlegen, glaube ich, dann muss der auch so ein bisschen runtergehen eigentlich. Ich glaube, dieser Shader war nicht unbedingt der intelligenteste. Ich glaube, ich wähle da einen anderen Shader. Hier, den da. Das ist noch der alte Shader von unserem damaligen Editor. So. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Und dann muss das stärker runtergehen und irgendwie hier so rüber. Und da soll dann irgendwo die Schulter sitzen oder so. Ja, wahrscheinlich ist es sogar noch. Ich glaube, hier bleibt es sogar relativ auf einer Höhe. Hier, wo es im Prinzip. Ich muss da nochmal gucken. Also. Die Sache ist, ich schaue dann immer auf meinen eigenen Arm und versuche das dann so nachzuvollziehen. Und ja, okay. Okay, ich denke, ich muss. Die Linie, die geht so leicht runter. So. Passt das etwa für den Unterarm? Ja, denk schon. Und dann ist hier der Ellenbogen irgendwie. Hier. Und dann geht es jetzt wieder so ganz, ganz sachte hoch. Und eben mit einem bisschen stärkeren Knick. Irgendwie so. Das. Huch! Was war das denn? Eine Wolke. Die macht so ein Bild. Okay, Moment, erstmal Wolken aus. So. Ja, jetzt bin ich gerade ganz still geworden. Ich habe eben kurz nachdenken müssen. Also, ich möchte eben. So, der Arm, der soll so lang gehen. Vielleicht sollte ich doch den Ellenbogen noch ein bisschen weiter hier rüber setzen. Ja, das Problem ist, ich habe das Gefühl, der Arm wird so zu lang und gleichzeitig ist er irgendwie nicht lang genug. Das ist ein komisches Phänomen. Geht's euch auch so mit diesem Arm? Das sieht irgendwie doch gigantisch groß aus, oder nicht? Ah, vielleicht wird die Statue auch tatsächlich so groß. Vielleicht habe ich mich da echt in der Größe so ein bisschen getäuscht. Also wenn ich mir eigentlich so meine Vorlage anschaue, dann muss es tatsächlich in etwa so groß werden. Na, eigentlich, so eine Hand ist eigentlich gar nicht. So eine Hand ist eigentlich gar nicht so groß, also eigentlich muss das noch gigantischer werden. Herrje, meine Güte. Das wird noch ein Act, sage ich euch, das Ganze zu bauen, weil der Körper, der muss ja dann auch noch dran. Aber gut. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ich war bei dem lieben Herrn Böhmermann stehen geblieben und dieser Böhmermann. Ich weiß nicht, diese Eier aus Stahl-Kategorien, der hat er sich zum Beispiel einmal, hat er sich drüber lustig gemacht, über die Art und Weise, wie manche YouTuber ihr Geld verdienen durch Product Placement, ohne das zu kennzeichnen. So nach dem Motto, ja, im Internet darf man alles.
Also ganz viel Schleichwerbung und dass wohl Bibi ganz viel Geld damit macht. Oder ja, auch Unge Werbung wohl nicht kenntlich macht. Und das andere war aber auch über dieses Band-Aid-Projekt, also das quasi Band-Aid 30 oder so, da ist eben der Gedanke dahinter, dass da eben ganz viele Sänger mitmachen und quasi ihre Fans mobilisieren zu spenden gegen Ebola oder so. Aber das ist tatsächlich so, zum einen gibt es gravierendere Probleme als Ebola, wobei das ganz dringend eingedämmt werden muss, natürlich. Aber trotzdem, und zum anderen ist es halt irgendwie seltsam, man sollte eigentlich einfach so spenden und es wäre wahrscheinlich besser, wenn die Sänger die Leute mobilisieren würden zu spenden, ohne dass man dieses Album kaufen muss. So dass das von dem Song unabhängig ist, sondern dass der Song quasi mobilisiert zu spenden. Ja, das fände ich deutlich sinnvoller, denn diesen Song, ja, das gibt ihm so einen Beigeschmack. Zumal der Song jetzt auch nicht so genial ist. Ja. Naja, und auch ansonsten, also, ich weiß nicht, also an sich finde ich diesen Typen schon lustig. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich nötig ist, dass man so provoziert, dass, ich bin ja nicht so der Typ, der das so cool findet, wenn Leute so polarisieren. So, jetzt. Hier ist irgendwie die Schulter. Und das geht jetzt hier so rüber. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dieser Arm könnte zu kurz sein. Es wäre jetzt halt gut, wenn ich Voxer-Sniper hätte, dann könnte ich das schon so ein bisschen andeuten. Ach, Mann. Mit Voxer-Sniper kann man das dann nämlich dicker machen und dann kann man besser sehen, wie sind denn so die Proportionen da in etwa. Die Geste soll im Prinzip sein, dass er wirklich so die Hand hochhält, also ausgestreckt und hochhält. Und da geht das eben, ja, wahrscheinlich sogar hier an der Hand. Hier sogar noch steiler. Ach, das sind schon wieder Monster, ich glaub's nicht. Vielleicht geht es hier noch steiler. Dass also quasi hier der Ellenbogen noch weiter runter sitzt. Irgendwie. Dass es mehr so einen Verlauf hat und auch hier eben. Ja. So, dass es so stärker runter geht. Und dann hier eben auch stärker hoch, logischerweise. Und tut mir leid, diesmal kann ich nicht so lebendig vielleicht moderieren, wenn man so will. Ich, keine Ahnung, ich kenne da keinen besseren Begriff. Weil ich einfach viel müder bin. Ich nehme jetzt schon relativ zu später Stunde auf. Aber ich wusste auch nicht, ansonsten kriege ich das nämlich, glaube ich, gar nicht in dieses Video noch zu machen. Sinnvoll, sodass jetzt mehr oder weniger zumindest alle 2 Tage ein Video kommt oder so. Ich möchte es aber nicht versprechen, ja? Also bitte, ich leg mich da jetzt nicht drauf fest. Muss mal gucken, wie viele Videos ich schaffe. Und ich hatte einfach Lust, jetzt noch was aufzunehmen. Aber ich merke eben, dass ich deutlich müde bin, als ich dachte. Und man traut sich dann immer so viel zu. Und dann merkt man, oh, ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen müde. Ich sollte nicht so perfektionistisch veranlagt sein, sondern einfach machen und... wäre das vielleicht nicht so ein Problem. Also der Kopf muss hier auf jeden Fall... Ich denke, der Kopf wird recht groß. Es gibt mir natürlich dann die Möglichkeit, auch wirklich das Gesicht herauszuarbeiten. Und da habe ich auch schon... Da könnt ihr mir dann vielleicht auch Vorschläge machen, wie ich das Gesicht am schönsten bauen soll, sodass das wirklich...
zu mir passt, zu euch vielleicht auch passt, was ihr da cool fändet. An sich, meine Vorlage ist so ein assassinenartig aussehender Typ. Der hat so eine Kapuze auf und so eine Kapuze finde ich durchaus ganz cool. Ich hatte eben überlegt, ob hinter der Kapuze dann eben so ein Wolfskopf ist oder so. Also vielleicht so ein angedeuteter. Was ich auf jeden Fall vorhatte, dass man vielleicht den Typen in der Mitte spaltet und dass der halt auf der einen Seite wie bei so einem Werwolf schon zu einem Wolf wird und dann eben auch die Kleidung so aufreißt und der Wolf rauskommt und... Ach du Scheiße, das sieht ja immer richtig abgefuckt aus. Cool. So, Regen erstmal rausmachen. Und dann eben hier auch wirklich so eine Klaue hat. Ich muss da mal gucken, also ich würde sagen, das ist so der Arm angedeutet. Ich denke, ich werde jetzt in der nächsten Zeit versuchen, erstmal den Körper anzudeuten, wie so die Form sein könnte, damit ich das dann, sobald ich den Server habe, möglichst schnell ja, nachbearbeiten kann und ja, dass diese Gestik irgendwie drin ist schon. Und dann geht es an die Feinarbeit. Ich denke, das wird mehr Arbeit, als ich ursprünglich angenommen hatte. Das ist immer dasselbe. Zumal das einfach, wenn ich aufnehme, viel länger dauert, da ich einfach nicht so viel andere Bildquellen zwischendurch checken kann und so weiter und gleichzeitig noch reden muss. Das ist immer so ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich versuche das Projekt einfach mal nicht ewig zu dehnen, sondern durchaus auch fertig zu kriegen. Und mal schauen, was daraus wird. Ich freue mich auf jeden Fall, das zu machen und zu bauen. Und ich glaube, ich beende hier einfach mal die Folge. Jetzt haben wir zumindest schon mal sowas, was aussieht wie ein Arm. Und jetzt muss das halt mit Voxel Sniper dann dick gemacht werden, sodass es auch wirklich die Form bekommt wie ein Arm. Also das Volumen, da drin ist. Und dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Cheerio.